Olaf Scholz ist ein erbärmlicher Vasallenkanzler, der sich seine Befehle direkt aus Washington abholt. Diese wichtige Tatsache über die komplett unsouveräne Politik der deutschen Bundesregierung bringt Sarah Wagenknecht in ihrer neuen Rede "Waffen bringen keinen Frieden" auf den Punkt, wie wir uns jetzt zusammen ansehen werden. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundeskanzler ist schon weg. Also es geht nicht um die Westbindung. Es geht um einen Bundeskanzler, der sich seine Anweisung für seine Politik aus Washington holt und dann mal eben am Rande eines NATO-Gipfels für Deutschland die Stationierung von Mittelstreckenraketen verabredet, die aus gutem Grund kein anderes europäisches Land auf seinem Territorium haben will. Darum geht es. Und es geht darum, dass auch die Menschen in der Ukraine nicht noch mehr Waffen brauchen. Und sie brauchen auch keine wahnwitzigen Siegpläne, die letztlich unverhohlen auf einen Kriegseintritt der NATO setzen. Und Herr Merz, was Sie gesagt haben, die Reichweitenbeschränkung aufzuheben, das wäre genau der Kriegseintritt der NATO. Darauf haben die amerikanischen Geheimdienste hingewiesen. Was ist das für ein Wahnsinn, den Sie hier vertreten? Nein, wir brauchen einen Waffenstillstand, wir brauchen Friedensverhandlungen. Und deshalb, Herr Scholz, werben Sie dafür, für diplomatische Initiativen wie den Friedensplan von Brasilien und China, dass der endlich auch von EU-Ländern unterstützt wird und nicht nur von der kleinen Schweiz, die dafür auch noch von Selenskyj gerüffelt wurde. Und Frieden braucht natürlich auch der Nahe Osten. Mehr als 40.000 Menschen, die Hälfte. Ja, ja. Also, es braucht im Ukraine-Krieg endlich Friedensvermittlungen. Alles, was Russland provoziert, darunter auch Raketen, Mittelstreckenraketen, mit denen man einen Erstschlag gegen Russland ausführen könnte, Hyperschallraketen, sind zusätzliche Provokationen, erhöhen massiv die Gefahr eines Atomkrieges und erschweren eine Friedensfindung im Ukraine-Krieg. Und der Westen, der hätte in den letzten 2,5 Jahren immer einen Frieden haben können, wenn er das gewollt hätte. Aber der Westen, der hat sich halt geweigert, er wollte keinen Kompromissfrieden. Er hat aktiv die Friedensverhandlungen in Istanbul sabotiert. Das muss man eindeutig sagen. Jetzt hören wir uns mal an, was Sarah Wagenknecht noch zum Nahostkonflikt zu sagen hat. Viele davon Kinder sind bisher in Gaza ermordet worden. Im Libanon droht das zweite Gaza. Selbst UN-Soldaten werden von Netanjahus Truppen attackiert. Ja, also droht das zweite Gaza. Netanjahu hat das zweite Gaza, ein zweites Gaza im Libanon angekündigt. Der israelische Bildungsminister hat sich ins Fernsehen gestellt, wurde von einem Sender interviewt, wo schon zigfach zum Völkermord an Palästinensern aufgerufen wurde, hat er gesagt, ja, wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, dann würde der Libanon vernichtet werden. Das sei ja eh kein souveräner Staat. Also, was soll's? Das ist die Rhetorik der israelischen Regierung. Während sie wirklich ganze Wohnblöcke in Dahir, in Beirut, angreift, während sie gezielt das libanesische Gesundheitssystem angreift. Da sind schon über 2000 Menschen gestorben bei den israelischen Angriffen auf den Libanon, die hauptsächlich zivile Ziele treffen. Aber Sie, Herr Scholz, wollen weiter Waffen liefern und machen sich so mitverantwortlich für Kriegsverbrechen. Ist es so schwer zu begreifen? Wir Waffen bringen keinen Frieden nirgendwo auf dieser Welt. Und Terrorismus lässt sich auch nicht mit Terror besiegen. Und apropos Terror, Ende des Jahres will die Ukraine auch noch die letzte russische Gaspipeline nach Europa abklemmen. Diesmal freundlicherweise ohne Taucher und Sprengstoff. Trotzdem droht der nächste Gaspreisschock. Und jeder weiß, die hohen Energiepreise, die unsichere Versorgungslage, das ist der Hauptgrund für unseren wirtschaftlichen Niedergang. Und was sagt unser großer Wirtschaftsminister? Er habe das Land in Fahrt gebracht wie kein Minister zuvor. So viele gute Gesetze, also im normalen Leben würde man sagen, ein Fall für den Arzt. Doch es gibt Hoffnung. Die SPD hat gerade wieder ihr Herz für die kleinen Leute entdeckt. Normalerweise stehen Kollegin, dann bald Bundestagswahlen an. Hoffen wir mal, dass es diesmal auch so ist. Gott, das waren jetzt wirklich alle möglichen Themen. Also das war wirklich ein Rundumschlag in so kurzer Zeit. Ja, ja, definitiv. Robert Habeck ist ein Fall für den Arzt, so kann man es ausdrücken. Wenn man wie er die wirtschaftliche Lage in Deutschland gerade schön zu reden versucht. Also alle Frühindikatoren zeigen nach unten, die Bauindustrie bricht ein. Die energieintensive Industrie befindet sich auf der Intensivstation 15% unter dem Niveau von vor 2,5 Jahren. Vor Beginn des Wirtschaftskrieges gegen Russland, jetzt bekommt die Autoindustrie Probleme. Also alle Alarmsignale stehen auf Rot und laut Habeck läuft alles richtig. Und die SPD entdeckt ihr Herz für die kleinen Leute, beispielsweise dadurch, indem sie die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Also das ist, glaube ich, auch etwas, wo das BSW massiv Stimmung gegen die SPD machen sollte.
Die SPD hat in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohnes gegen den Willen der Gewerkschaften verhindert. Also die SPD war gegen die Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro. Das muss man der SPD wirklich immer wieder vorhalten, wenn sie jetzt eben mit diesem höheren Mindestlohn, den sie selber verhindert hat, in den Wahlkampf zieht. Danach hat die SPD noch im Bundestag dagegen gestimmt. Da kann sie sich mit Fraktionsdisziplin rausreden. Aber eine Mindestlohnkommission gibt es diese Ausrede nicht. Da gibt es keine Fraktionsdisziplin. Der Vertreter der Grünen, der Ökonom, den die Grünen da reingesetzt haben, der hat nämlich für einen höheren Mindestlohn gestimmt. Also das war wirklich die SPD-Vertreterin, die die entscheidende Stimme geliefert hat, um einen höheren Mindestlohn zu verhindern. Das ist, glaube ich, nochmal ein zentrales Argument, was man gegen die SPD an der Stelle bringen sollte, wenn sie jetzt einen sozialen Wahlkampf machen will oder sagen will, wir sind für höhere Löhne, was in der Realität eben nicht der Fall ist. Also es waren jetzt wirklich alle möglichen Themen, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, eine 2,5 Minuten Rede, also gute Leistung von Sarah Wagenknecht, das alles unter einen Hut zu bringen.